hier bin ich wieder. Bereit für euch Shadow Kings zu Let's Playen. Der Test war ja wirklich mehr als erfolgreich. Was für ein geiles Game und ich bin echt heiß darauf, hier mal richtig fett einzusteigen. Deswegen werden wir hier weitermachen, wo wir aufgehört haben beim Let's Test. Und das ist der zweite Blick ins Questbuch. Okay, es geht los. Marschbefehl, Bewegungsfreiheit wie die Axt im Walde. Das sind also die drei Quests, die hier auf uns lauern. Wir werden mal gleich militärisch anfangen. Marschbefehl, was gibt es denn da zu tun? Riechst du das auch? Stinkende Orks. Lass uns ihre Schädel einschlagen, sagt Bombert, unser Kampfzwerg. Ich soll die Weltkarte öffnen und ein zweites Schattenlager besiegen. Das erste habe ich ja bereits im Let's Test platt gemacht. Da lungerte ja nur so ein verlassener Ork rum. Mal gucken, ob wir da noch weitere militärische Herausforderungen angehen können. Hier geht's los und dann seht ihr, wie viel auf einmal hier los ist. Guckt euch mal um. Das sind alles andere Städte, andere Spieler von Shadow Kings. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Spiel nicht nur bei den Leuten, die wir hier sehen, sondern auch bei euch richtig gut ankommen wird, dass hier mal echt was abgeht. Also, los, auf diese Schattenlager. Wir greifen das gleich mal an. Ich habe ja eigentlich genug da. Habe schließlich immer noch meine 5 Axtkämpfer. Das hat ja letztes Mal auch richtig gut geklappt. Ich denke mal, dass es jetzt auch mal genauso gut klappen wird. Angriff starten. Ich schicke die Jungs mal hin. Da seht ihr hier die kleine Staubwolke mit unseren Kriegern drin. Und ich denke mal, das wird sehr, sehr gut ausgehen. Das dauert auch nur wenige Sekunden. Dann könnt ihr auch hier gleich live den Schlachtbericht ansehen. Quest erfüllt bei meinem Bart. Jawohl. Wir haben es gemacht, die Weltkarte geöffnet, ein Schattenlager besiegt und ging als Belohnung 110 Erfahrungspunkte, 150 Gold, 30 Essen und das ist mehr als okay. Damit sind wir sehr, sehr glücklich. Es geht zurück in unsere Stadt und hier bin ich immer noch beim Steuern eintreiben. Sehr, sehr schön. Und hier können wir sehen, wie der Angriff so vonstatten ging. Vor 24 Sekunden habe ich das Schattenlager angegriffen und da gab es keinen einzigen verlorenen Krieger. 5 eingesetzt, 0 verloren. So ist es richtig, würde ich sagen. So, okay. Guck mal weiter. Wie sieht's aus mit den weiteren Quests? Bewegungsfreiheit. Ja, hier fühlt man sich schon beengt wie in der Economy Class. Wir können unsere Stadt ausbauen. Meria freut sich, mir hier diese weitere Quest übermitteln zu dürfen. Dann werden wir diesmal die linke Seite wählen. Die Belohnung kommt prompt. 55 Erfahrungspunkte, 70 Holz, 40 Stein. Okay, ich bin dabei. Sehr, sehr geil. Weiter geht's wie die Axt im Walde. Oh ja, klar, Holzfällerhütte. Ne? Ich meine, wir haben ja sonst alle Rohstoffe, die es hier erstmal abzubauen gibt, angegangen. Jetzt muss natürlich die Holzfällerhütte her. Also, eine weitere wird gebaut. Das machen wir glatt. Setzen sie hier mal hin. Und was wir jetzt machen können, wir können das natürlich auch überspringen hier. Für einen Diamanten mit dem Einsatz von diesen Diamanten kann man wie immer die Wartezeit verkürzen. Das ist so wie mit den Rubinen bei Good Game Empire. Das braucht man aber jetzt am Anfang noch nicht. Da geht es alles so super schnell. Da selbst für die ungeduldigsten Spieler sollten diese Wartezeiten noch in okay sein. Und jetzt bin ich auch wieder ratzfatz Level Up, Level 4. Was kann ich bauen? Laterne, Banner, Schwebeleine. Das klingt so, als gäbe es auch hier Dekoration wie bei Good Game Empire. Ich bin gespannt, was das hier bedeutet. Baukran, Haus, weiter, weiter. So kann es sein. Diese Quest ist ebenso erfüllt. Und dann sehen wir, dass wir jetzt hier gerade produktionstechnisch bei 104 Produktivität liegen. Oh ja, ich glaube, das kennen wir bereits, diese Rechnung. Die Zufriedenheit, wie die hierher kommt, Produktionsbonus. Das geht dann wahrscheinlich gleich mit den Dekorationen einher. Da sehen wir sie auch schon. Dekoration und Befestigung. Was ich richtig gut finde, anders als bei Good Game Empire, ist, dass das Heim hier so ganz verständlich und schön angezeigt wird. Also hier der Produktivitätsbonus und der Malus, was hier alles zusammenhängt, das seht ihr hier ganz, ganz schön. Ihr seht hier sowieso alle Produktionen, auch dass man hier raufklicken kann und dann sieht, wie viel man gerade in der Stunde produziert. Sehr, sehr easy zu handeln. Ja, das ist wirklich vom ganzen Interface her sehr, sehr übersichtlich und ganz, ganz einfach und intuitiv schon fast hier anzusehen. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir sogar besser dann als bei Good Game Empire, was ja doch gerade am Anfang doch ein bisschen schwieriger war eigentlich, oder? Also wenn ich jetzt mich erinnere an meine ersten Good Game Empire Let's Plays, ist ja auch schon mittlerweile ein bisschen länger her, ne? Aber da habe ich am Anfang mich ja doch sehr, sehr schwer getan, so selbst einfachste Dinge zu verstehen, wie jetzt zum Beispiel hier diesen Produktionsbonus oder überhaupt die Produktivität. Das ist hier doch sehr, sehr einfach und
hier sogar mit so einer kleinen Grafik erklärt worden. Finde ich ganz schön. Sowieso, das Ganze sieht auch noch durch diesen einfachen Comic-Style und durch die vielen Icons so ein bisschen nicht nur fresher, sondern auch intuitiver und übersichtlicher aus. Finde ich ganz schön. Man weiß anhand der Icons eigentlich immer, woran man ist und was hier gerade so läuft. Okay, jetzt aber mal wieder zurück zum Spiel, denn mit dem neuen Levelaufstieg, ja, gab es jetzt nicht nur hier große Freude, sondern natürlich auch viele neue Aufgaben. Die Quests, 5 neue, sind am Start. Ich beginne mal mit der Quest Steinbrecher. Jawohl, die Steinvorräte sind knapp bemessen und wir müssen einen weiteren Steinbruch bauen. Das mache ich dann auch glatt sofort. Und das geht auch innerhalb von 13 Sekunden ganz, ganz schnell. Super, super. Hier sehen wir gerade nochmal die Einstellungen. Spieleinstellungen, da ist alles drin. Sound, Musik, das lasse ich auch auf jeden Fall da. Ich finde es immer ganz schön eigentlich, wenn man im Hintergrund noch so mal ein bisschen Stimmung, ein bisschen Ambiente hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Macht ihr eigentlich beim Spielen die Musik immer aus oder lasst ihr die an? Würde mich mal interessieren, schreibt das mal in die Comments. Ich bin eigentlich, doch, Joch, eigentlich mache ich das immer. Ich lasse es eigentlich immer an. Auch die ganzen Soundeffekte. Selbst wenn ich Counter-Strike spiele, möchte ich am Anfang diesen epochal dramatischen Sound haben. Also eigentlich bin ich immer dabei. Okay, die Steinversorgung für deine Stadt ist fürs Erste gesichert. Sehr, sehr schön. Ich kriege wieder meine Belohnung und dann geht es wieder weiter. Neue Krieger braucht das Land. Rekrutiere Axtkrieger. Bombard, unser Militärberater, ist mal wieder sehr, sehr mit Elan dabei, dass ich hier weitermache. 3 Stück, glaube ich, musste ich rekrutieren. Da werde ich mal diesen Schieberegler dementsprechend justieren, rekrutieren. Und in 25 Sekunden später sind wir damit auch weiter. Die eigenen 4 Wände, was kommt denn jetzt? Besitze ein weiteres Haus. Klar, es erhöht die Steuereinnahmen. Das ist logisch. Mehr Einwohner, mehr Steuern. Und da wir hier schon auch ein paar Kosten haben, immer gut. So, in 10 Sekunden ist dann auch schon das Haus durch. Fantastisch. Man kann sogar noch weiter reinzoomen, rauszoomen ebenso. Haben wir eben gerade auch gesehen. Lass die Münzen klingen. Und die Axtkrieger sind auch schon da. Hier können wir nochmal gucken, wie es so hier in der näheren Umgebung meiner Stadt aussieht. Also ich habe noch viel Expansionsfläche, wie ihr sehen könnt. So, jetzt gucke ich mal, was ist denn so meine Wohlfühl-Zoom-Stufe? Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu nah schon. Das ist eigentlich echt schön, oder? Ich glaube, ich bleibe mal bei dieser eher mittleren, mittelhohen Zoom-Stufe und werde dann hier weitermachen. Die schönen Dinge im Leben, das ist unter anderem Shadow King spielen. Ja, aber hier im Spiel geht es um die Dekoration. Mit Dekoration kannst du deine Stadt verschönern und die Zufriedenheit ihrer Einwohner steigern. Den Good Game Empire Playern und alten Hasen unter euch ist dieses System sicherlich geläufig. Für alle anderen erkläre ich das vielleicht nochmal. Ihr habt es ja eben gerade gesehen mit diesem Produktionsbonus. Wenn ich hier eine Dekoration habe, wie zum Beispiel eine schicke Laterne, dann erfreut das die Bewohner und dadurch, ihr seht es hier, gibt es ein Plus an Produktivität. Heißt, mehr Dekoration, mehr Produktivität, mehr Rohstoffe. So sieht's aus. Und ich habe hier nämlich eben gerade durch ganz, ganz viele Einwohner sogar einen kleinen Malus erhalten. Also meine Produktivität, die standardmäßig bei 100% ist, ist jetzt sogar ein bisschen geringer gewesen. Durch die Deko kann ich das wieder fixen. Um ein Level up! Mit dem Level 5 kann ich nochmal machen. Kriegswerkstatt, Farm, Turm und Stadtausbau, all das ist jetzt machbar. Die Produktivität kann ich dann auch weiter anheizen. Habe natürlich auch dafür weitere Quests am Start. Hier sehen wir übrigens auch jetzt ganz, ganz schön, um was für eine Quest es sich handelt. Das hier zum Beispiel ist eine Militärquest. Das hier ist wohl eine Quest, in dem es auch um die Produktivität geht. Nee, ändere dein Wappen. Das ist ja auch mal schön. Noch fehlt dein Name auf dem Stadtwappen. Das ist ja, ach geil. Jetzt können wir uns ein schönes Wappen machen. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt hier alles machen kann. Ihr seht jetzt hier die Grundfarben. Da haben wir alles auch schön gemacht eigentlich auch, ne? Mit diesem Used-Look des Holzes und des Metalls drumherum. Und jetzt können wir uns hier eine schöne Farbkombination auswählen und auch verschiedene Formen. Ich mag ja schwarz-weiß oder schwarz-gelb immer ganz gerne. Das sieht so ein bisschen schwedisch aus. Ich mache mal schwarz-weiß. Das ist sehr schön. Ja, schwarz-weiß gefällt mir. Auch mag ich diese schmissigen Streifen lieber als die Kreise. Das ist also mein Wappen. Ich bin dabei. Ich habe es geändert. 20 Erfahrungspunkte habe ich bekommen. Das ist auch sehr, sehr schön. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, seht ihr auch hier tatsächlich, ihr seht hier mal Erfahrungspunkte. Also mal seht ihr dieses Sternchen, mal seht ihr die Diamanten. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, was es als Belohnung gibt. Genau, hier 25.
Erfahrungspunkte gibt es dafür. Ich switch hier mal weiter und da seht ihr, ah, da gibt es auch sogar Diamante. Diamanten für diese Quest. Also, da könnt ihr auch ordentlich was abstauben. Unsere Stadt muss wachsen. Das geht immer schnell. Baue deine Stadt aus. Das mache ich dann gleich mal zum jetzt dritten Mal ausgebaut. Endlich wieder Platz. 25 Erfahrungspunkte. Okay, okay. Jetzt kommt aber Bombard. Jetzt will er mal ein erstes Wörtchen mit mir sprechen. Jetzt geht es mal wieder um den Schutz der Stadt. Jeder Ausbau bringt nämlich einen zusätzlichen Turm. Mehr Türme bieten mehr Platz für Verteidiger auf den Mauern. Und die will er mir jetzt wahrscheinlich andrehen. Und da seht ihr nämlich gerade auch hier diese Plätze. Da ist ein Turm der Stufe 1. Da ist ein Turm der Stufe 1. Und wenn ich jetzt hier auf Verteidigung klicke, sehen wir, aha, zwei Verteidiger, drei Verteidiger, zwei Verteidiger. Das ist jetzt gerade meine Verteidigung, die es gibt. Ich könnte hier einfach auch mal eigenmächtig hier auf Militär gehen und mir einfach mal ein paar mehr Verteidiger reinholen. Und da sehen wir eine neue Militäreinheit, einen Pikenier. Der hat hier eine Pike am Start. Und wir sehen es also einen Nahkampfverteidiger, der nicht nur mit einem Bratspieß umgehen kann. Das hoffen wir doch, dass wir mit dem auch mal was reißen können. Ich werde auch mal drei davon rekrutieren. Und dann habe ich ein bisschen was in Richtung Verteidigung getan. Alles klar. So, ich würde sagen, wir können das so für heute belassen. Ihr seht, die Quests, die nehmen kein Ende. Hier gibt es immer was zu tun. Aber wir wollen ja nicht schon alles vorwegnehmen hier in dem ersten Let's Play, in der ersten Folge meiner neuen Reihe. Und ich hoffe, ihr meldet euch auch an hier bei Shadow Kings und könnt jetzt mit mir gemeinsam spielen. Ich freue mich wirklich darauf, dieses Spiel zu zocken und es anzutesten. Aber keine Sorge, falls ihr jetzt Good Game Empire Freunde seid und bleibt und das auch weiterhin sehen wollt, das ist hier keine Konkurrenzveranstaltung. Ich werde beide Spiele weiter Let's Playen. Freue mich darauf, das alte Spiel weiterzuspielen und darauf, das neue zu entdecken. Und das macht ihr hoffentlich mit mir gemeinsam. Bis zur nächsten Folge. Euer Fred von Fettspielen.